Nach 2 Tagessiegen jetzt doch noch ein Heimspiel. Was sollte da schon schief gehen? Für die Damen vom Golfclub Hubbelrad um den neuen Cheftrainer Christoph Herrmann. Der war schon Meister mit St. Leon Roth und München. Jetzt soll er den Titel nach Hubbelrad holen. 2 ist es im Hinterkopf und ist ein Traum und soll irgendwann mal gelingen. Das ist ganz klar. Und am liebsten schnell. Die Topspielerin des Tages in der Gruppe Nord kam allerdings vom Lokalrivalen aus Düsseldorf. Sophie Hausmann, seit Wochen in Topform, hatte einen Traumtag. Die künftige College-Studentin zauberte eine 7-Unter-Par-Runde auf den Meisterschaftsplatz von Hubbelrad. Sowohl das Putten lief als auch das lange Spiel. Und ja, also von daher dann habe ich einen Lauf gekriegt und dann dachte ich mir, ja, enden wir es mal so hoffentlich auch und ja, dann klappt es. Christoph Herrmann und seine Mädchen waren gefordert. Der Kapitän von 6 Uhr morgens bis abends um 8 auf dem Platz. 14 Stunden volles Programm. Wir achten natürlich drauf, wie die Spielstände sind und versuchen dann dort zu sein, wo es gerade am meisten brennt. Ja, das ist ganz klar. Also das Live-Scoring hilft uns sehr und dann gehen wir dorthin und versuchen zu unterstützen. Meistens sind es mentale Dinge, meistens ist es Begleitung einfach, entweder in den Hintern treten oder ein bisschen zurückholen, an technische Dinge erinnern, wenn es sein muss. Und natürlich im Kampf lesen wir auch die Puttlinie mal mit, alles was nötig ist. Bei den Herren Smalltalk zwischen den Cheftrainern aus Hubbelrad und Frankfurt. Sind die Hamburger diesmal zu packen? Nach den Einzelnen sah es so aus. Ein Hubbelrader war erneut das Maß aller Dinge. Nikolai von Dellingshausen spielte mit 4-Unter-Par erneut die beste Runde des Tages. Als Team noch besser, die Frankfurter. Die Tabellenführer aus Hamburg nur auf Platz 3. Aber dann. Alle 4 der Falkensteiner blieben unter Paar. Und sie brauchten dieses Birdie von Patrice Schumacher zum Tagessieg. Mit einem Schlag Vorsprung vor Frankfurt gewinnen die Jungs von Trainer Urgestein Roger Brown auch den 3. Spieltag. Ja, yeah, thanks. Und ich habe gute Spiele und ich bin so stolz auf meine jungen Leute. Dieser Nachmittag war wunderschön und unglaublich. Ganz anders die Gefühlslage bei Christoph Herrmann. Es ging in die falsche Richtung beim Vizemeister von 2014. Düsseldorf lag in Führung, denn Sophie Hausmann auch im 4er ganz stark. Mit Partnerin Maike Schender legte sie eine 2-Unter-Par-Runde nach. Und mit diesem finalen Birdie krönten die Mädchen vom Düsseldorfer Golfclub ihre großartige Leistung. Den Tagessieg verpassten sie nur deshalb um einen Schlag, weil ihnen eine falsch ausgefüllte Scorekarte zum Verhängnis wurde. Ein Versehen, das keiner bemerkt hatte, aber von Greta Völker sofort angezeigt wurde. Kompliment den fairen Düsseldorferinnen und Gratulation dem Golfclub Hubbelrad zum 3. Tagessieg in Folge. Ja, also ich habe natürlich geschwitzt, das war wahnsinnig spannend. Düsseldorf hat super gespielt, wirklich mit ganz, ganz tollen Ergebnissen und unglücklich auch noch mit einer Disqualifikation, die eigentlich zu einem noch besseren Ergebnis geführt hätte. Von dem her sind wir heute im wahrsten Sinne des Wortes glückliche Sieger. Jetzt können Sie schon fürs Final Four planen und dort ist mit Ihnen auf jeden Fall zu rechnen. Die Damen aus Hubbelrad und die Herren aus Hamburg.